Die Ermittlungen gegen Karl-Heinz Grasser wegen der BUWOG-Privatisierung, die sorgen jetzt für eine politische Krise in Liechtenstein. Morgen tritt die Regierung dort zu einer Sondersitzung zusammen. Anlass ist ein Anwalt, der aus dem Landesgericht in Vaduz offenbar heikle Akten verschwinden ließ. Was hat das Ganze mit Karl-Heinz Grasser zu tun? Nun, die verschwundenen Akten stammen aus einer Hausdurchsuchung zur BUWOG-Affäre bei einem Geschäftspartner Grassers in Liechtenstein. Und der Anwalt, der die Akten mitgehen ließ, ist Vorstand einer Stiftung von Karl-Heinz Grasser in Liechtenstein und dort auch politisch bestens verankert. Die SPÖ verlangt jetzt, die Verhängung der Untersuchungshaft über Grasser zu prüfen. Dessen Anwalt nennt das völlig absurd. Es war vergangenen Oktober im Landesgericht Vaduz, als der Anwalt eines ehemaligen Managers einer Meindl-Firma Einsicht in beschlagnahmte Akten genommen hat. Und was er da im Konvolut so gelesen hat, das scheint ihm nicht so gefallen zu haben. Handschriftliche Notizen waren angeblich besonders heikel, sprich belastend. Und die landeten ausgerechnet in der Aktentasche des Anwalts. Ob, wie behauptet, Zufall oder ob nicht doch mit voller Absicht, da mag sich jeder selbst seinen Reim drauf machen. Jedenfalls hat der Anwalt die Akten wieder reumütig zurückgebracht, ein Verfahren wurde eingeleitet. Schließlich ist nicht ganz klar, ob alles wieder da ist. Das ist Gegenstand der Erhebungen. Und nach Abschluss der Erhebungen bzw. nach Abschluss des Rechtshilfeverfahrens wird eben darüber entschieden, ob die Unterlagen ausgefolgt werden können an Österreich. Besonders heikel, der Anwalt ist nicht irgendeiner, sondern aus einer wichtigen Kanzlei mit allerbesten politischen Verbindungen in Liechtenstein. Und so klein ist die Welt, in Liechtenstein treffen die Fälle Grasser, also BUWOG, und Meindl zusammen. Da gibt es ebenfalls Querverbindungen bei den Briefkastenfirmen, Stiftungen und Konten. All das wird derzeit ja untersucht, wenn die Unterlagen dann einmal endlich vollständig da sind. Uns ist wichtig, dass wir die Unterlagen möglichst rasch bekommen. Was diese heute bekannt gewordene Affäre jedenfalls wieder einmal aufzeigt, ist, wie kompliziert alles geworden ist. Alleine Karl-Heinz Grasser hat ein unglaubliches Netzwerk um sich herum erbaut, mit Nummernkonten, die ihm zugerechnet werden, mit Finanzierungsvehikeln wie Mandarin oder Ferint und diversen weiteren Namen und Konten, eben auch in Liechtenstein bei diversen Banken. Und vor allem, das Geflecht spielt nicht nur eine Rolle in der BUWOG-Causa und damit eigentlich auch bei der Immofinanz und, das darf man nicht vergessen, auch im Hypo-Alpe-Adria-Fall und schließlich ebenfalls dann noch, wie gesagt, auch in der Causa Meindl. Fazit, irgendwie beschleicht einem ja schon seit längerem das Gefühl, dass alles mit allem zusammenhängt.